Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, Stefans Musikworkshop. Heute mit einem Special. Und zwar haben wir nicht nur schicke Musik für euch parat, sondern wir werden uns um ein Instrument kümmern heute, was in der klassischen Musik sehr oft auftaucht, in der Popmusik eigentlich eher selten. Aber wenn es auftaucht, dann in so wunderschönen Zusammenhängen wie hier bei diesem herrlichen Lied von Lana Del Rey zum Beispiel. Das ist es nicht, das ist keine Harfe. Jetzt, Achtung. Da, dieses Plim. Wunderschöner Sound und das Instrument dazu sieht so aus. Ich freue mich, ich habe einen Gast heute hier an meiner Seite. Maud Edenwald spielt bei uns im Orchester die Harfe und hat ihr Instrument mitgebracht, da aufgestellt. So sieht diese Harfe aus, mit der man diese Klänge macht. Und im Original klingt es dann so. Wir spielen euch diesen Anfang jetzt mal zu zweit vor. Ein wunderschöner Klang. Man spielt das übrigens, obwohl ein Mensch 5 Finger an jeder Hand hat, so viel ich weiß, spielt man es nur mit 4, ne? Richtig. Hallo, ja. Gut. Warum spielt man das nur mit 4 Fingern an jeder Hand? Das ist ganz einfach, weil der kleine Finger zu klein ist und man kann einfach die Saiten nicht mehr greifen mit dem kleinen Finger. Ja, also Daumen und die anderen 3 hier. Genau. Ja. Beide Hände. Wie tief geht das? Spiel mal ganz tiefen Ton. Boah. Und hoch? Das klingt ja ein bisschen wie Knips, ne? Ja. Wunderbar. Dieses Instrument gibt es schon sehr lange, ne? Also Harfe als Instrument? Ja, das ist schon ein sehr altes Instrument. Mhm. Aber nicht in dieser Form. Hier ist etwas neu, was wir auch gleich zeigen werden, wozu es nötig ist. Genau, die Harfe wurde sehr viel entwickelt durch die Zeit. Ja, weil ihr seht, dass diese Anzahl der Saiten, die hier ist, es sind im Prinzip nicht so viele, wie zum Beispiel auf dem Klavier. Und trotzdem kann man damit extrem viele Töne spielen. Wir probieren das mal zusammen aus. Mhm. Ich spiele jetzt auf dem Klavier unterschiedliche Töne und ihr werdet mal bitte beobachten, was Maud auf den Saiten anstellt. Sie wird nämlich immer an derselben Saite zupfen und es kommen unterschiedliche Töne dabei raus. Also schauen wir mal, wie das geht. Und zwar nehmen wir einen C, wollen wir das den Leuten verraten? Also ihr seht meinen Finger hier auf diesem Ton. Das war diese rote Saite da, ne? Deutlich zu erkennen. Jetzt wandere ich hier einen höher. Ich spiele dieselbe Saite, kommt ein anderer Ton raus. Jetzt wandere ich hier 2 Töne runter. Wieder derselbe Ton. Selbe, also ein anderer Ton, selbe Saite. Immer die rote. Wollen wir wieder zum C zurückwandern? Das heißt, da muss also noch ein Trick sein. Ich weiß nicht, ob es ihr jetzt schon sehen konntet in dieser Einstellung. Das hat was mit den Füßen zu tun. Man ist als Harfenistin oder Harfenist, ist man ein Tier mit 4 Gliedmaßen. Nicht wie die meisten anderen Musiker arbeiten ja nur mit 2, ne? Was passiert da unten? Richtig, also wir haben unten 7 Pedale, das heißt ein Pedal für jeden Ton. Es gibt ja 7 Töne. Und zum Beispiel diese Pedale hier in der Mitte ist das Pedal für das C. Die C sind die rote Saiten. Aha. Also wenn die Pedal in der Mitte ist, ist das C. Und wenn ich einmal drücke auf die Pedale, wird das C. Herrlich. Was passiert da? Da wird die Saite wird mehr gespannt durch das Pedal. Genau. Also es gibt eine Mechanik, die geht von der Pedal hier unten durch die Säule. Ach, hier durch geht das? Genau. Aha. Und dann hier. Wenn man hier guckt, kann man die ganze Mechanik sehen. Und hier oben sieht man dann, da dreht sich was, ne? Wenn du das Pedal trittst. Genau. Also es sind hier... Kriegt ihr das eingefangen, hier so ganz dicht hier oben ran? Es gibt hier Gabel, heißt das. Aha. Wenn man drückt, wird die Saite durch diese Gabel verkürzt. Und deshalb wird der Ton höher oder tiefer. Klasse. Das heißt also, man kann mit 7 Saiten 12 verschiedene Töne spielen. Also je nachdem, wie man sie verändert. Die ganze Chromatik funktioniert. Genau. Was man noch machen kann an der Harfe, das finde ich ja so klasse. Man kann die so einstellen, dass die ganzen Saiten zusammenpassen in bestimmte Harmonien. Sodass also die Möglichkeit besteht, in einer sehr schnellen und schönen Folge die Musik, die rundherum passiert, durch diese Klänge der Harfe weich zu machen. Mhm. Stellst du mal irgendwie so einen Verminderten oder irgendwas ein von diesen Harmonien, die so schön klingen, okay, wenn man sie spielt? Also wir haben zum Beispiel hier C-Dur, C-Moll. Ja. Ja. Ich meine jetzt noch was anderes. Und zwar meine ich das, wo ihr dann mit einem Finger so über die ganze Harfe hoch und runter. Glissando. Ne? Ja, ach, Glissando.
Glissando heißt das Wort. Klingt schon so rutschig, ne? Glissando klingt rutschig. Ist das nicht herrlich? Und wenn man sich das vorstellt, wenn das jetzt zusammen so im ganzen Orchester ist, hauen da so hoch und runter plätschert, dann macht das den Klang des ganzen Orchesters anders. Man glaubt es kaum, ja? So ein Riesenorchester, aber wenn eine Harfe dazu spielt, verändert die den ganzen Sound. Es gibt berühmte Beispiele. Ihr habt alle diesen Film Swan Lake gesehen, ja? Das bestimmt alle, weiß ich nicht, aber die meisten von euch. Die Musik dazu, ihr erinnert euch sofort. Das, was hier so schön auf und ab wandert dabei, ist eine Harfe. Es gibt aber noch andere Harfensounds. Einen zum Beispiel, den man mit so einer klassischen Harfe, wie Mott, die jetzt hier hat, gar nicht machen kann. Das ist, das Lied hier ist Xavier Naidoo, aber die Harfe spielt Andreas Vollenweider. Jemand, den ich euch rate, mal reinzuhören. Der macht schicke Musik mit einer Harfe, die klingt so. Er hat das Ding technisch ein bisschen umgebaut. Ja? Was soll mir zu einer Harfe noch erzählen? Außer, dass es ein wunderschönes Instrument ist und das ist schwer zu spielen, ja, ne? Ja, also ich würde sagen, alle Instrumente sind schwierig. Aha. Und ja, man muss viel mit den Füßen arbeiten, aber... Ja, schon speziell, dass man mit den Füßen ist am Klavier. Ich meine, ihr kennt das, da sind auch Pedale dran, aber die machen eigentlich nur die Töne länger oder kürzer und verändern so ein bisschen die Klangfarbe. Aber sie braucht, um richtige Töne zu spielen, schon mal alle vier Gliedmaßen und springt dann rum auf allen Vieren sozusagen. Wir haben noch als Abschluss ein kleines Stück, was eigentlich von einem Orchester und einer Harfe gespielt wird, für euch vorbereitet, eine Melodie. Im Original mit dem Orchester klingt das so, vielleicht kennt ihr es sogar. Das ist ein wunderschöner Sound. Alexander Borodin ist der Komponist. Bolovetzer Tänze. Hitverdächtig, absolut. Und das ist ein Stück, was man auch spielen kann, zu zweit, mit einem Klavier und einer Harfe. Das machen wir jetzt noch. Ich mach das hier mal aus. Wenn wir das live spielen, ist das noch viel schöner. Also, Mut, sollen wir? Schöne Sache. Es gibt ein Stück von Tschaikowski, das ist der diese Musik für Swan Lake geschrieben hat. Der hat damals noch gar nicht gewusst, dass er eine Filmmusik schreiben wird mit seiner Ballettmusik. Da ist in einem Walzer, in einem Blumenwalzer heißt der, aus der Nussknacker heißt das Ballett, gibt es eine Passage für die Harfe allein, die das, was so ein Instrument kann, so richtig schön präsentiert. Das werden wir am Schluss für euch hier dranhängen. Bevor wir dann Tschüss sagen. Ich würde jetzt eigentlich fragen, der Andreas Vollenweider hier hat so seine speziellen Sounds gemacht mit der Harfe, der hat das technisch gemacht. Man kann ja aber auch so mit der Hilfe der Hände verschiedene Sounds machen an der Harfe. Prädetabel heißt eins, genau, wo man also, das klingt ganz schön knipsig. Pass mal auf, was jetzt passiert. Klingt fast ein bisschen wie ein Sound, wo man sagt, kenne ich vom Sinti, ne? So Synthesizer-Sounds. Jetzt lernen wir, dass die Synthesizer-Soundmacher geklaut haben bei den richtigen Instrumenten. Hm. Wenn du Flageolets spielst, gibt es noch einen ganz besonders weichen Klang. Wie geht das? Da wird die Saite, bevor man zupft, an einer bestimmten Stelle mit dem Handballen gestoppt, sodass dann ein Klang entsteht, der weicher ist und höher klingt als die Originalseite, ne? Genau. Ja. Und wenn man mit gedämpft spielt? Genau. Das klang jetzt fast ein bisschen gitarrig, ne? Oder? Ja. Okay. Sollen wir das tun, dass du uns diese Kadenz aus dem Walzer vom Nussknacker spielst? Gerne. Ja? Super. Ich ziehe mich mal zurück, dass dich hier niemand stört. Also viel Vergnügen. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Was wir für euch parat haben, ist wieder ein kleines Tutorial. Ich werde euch dann am Klavier noch zeigen nachher, wie man die ersten Harmonien von Lana Del Rey's Videogames spielt. Das liegt nämlich ganz gut in den Händen. Ich glaube, das kann ich euch schön zeigen. Also, tschüss und viel Spaß jetzt noch
mit Moat, Edenwald und dem Tschaikowski. Tschüss, mach's gut. Vielen Dank, dass du da warst.